Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV 11 Nachschuss. Ja, Derbys sind ja ganz besondere Spiele, haben ihren ganz besonderen Reiz und Derby-Siege sind ja bekanntlich die schönsten Siege. Und zu Gast war heute der erste FC Saarbrücken. Björn, wie ist denn das Spiel gelaufen? Es war nicht nur ein besonderes Spiel wegen des Derby-Charakters, es war auch ein besonderes Spiel, weil die Ursa vom Arena hier wieder in Winterkleidung auftreten musste. April macht, was er will. Hier leichter Schneefall während des gesamten Spiels. Beide Teams lieferten dann aber doch ein heißes Spiel ab, ein heißes Saarderby, vor allem in Hälfte 1. Denn es gab nach 90 Minuten dann auch den Sieg für die Mannschaft von Horst Steffen. Und zwar gab es hier zu verzeichnen einen, ihr seht, 4:3 Sieg für unsere Elf. Till Hust hat wie immer die Stimmen nach dem Spiel eingefangen. Wir wünschen euch dabei gute Unterhaltung und viel Spaß mit einer neuen Folge, neuen Ausgabe TV 11 Nachschuss. Lukas, wir haben vor dem Spiel geschaut. 12 Jahre lang konnte Saarbrücken nicht in der Ursa Farm Arena gewinnen. Das sollte heute so bleiben. 4:3, ein denkwürdiger Nachmittag. Derby-Sieg. Derby-Sieger ist die SVE. Was war das für ein Spiel? Ja, ich denke, es war ein verrücktes Spiel in der ersten Halbzeit, mit dem so keiner gerechnet hatte, dass wir mit 4:3 in die Pause gehen. Wir kriegen frühen Elfmeter, den wir vorher verhindern können. Das machen wir nicht gut. Dann, wie wir es dann gelöst haben, wie wir dann zurückgekommen sind, zurückgeschlagen haben, gleich 3:1 in Führung gehen, relativ schnell. Das war richtig stark von unserer Seite aus. Und dann kriegen wir wieder zwei Gegentore, die wir so nie und nimmer kriegen dürfen, die wir richtig schlecht verteidigen, wo wir es dem Gegner viel zu einfach machen. Und deshalb gehen wir nur mit einem Tor Vorsprung in die Kabine. Für dich ist ja immer ein besonderes Spiel. Macht dir das doppelt so viel Spaß? Ja, gut. Die Kulisse ist halt eine andere. Normalerweise haben wir hier zu Hause nicht so viele Zuschauer. Es ist Brisanz drin in so einem Spiel. Man freut sich auf solche Spiele. Deshalb spielt man Fußball. Da macht es Spaß für so Derbys. Und wenn man dann natürlich am Schluss noch gewinnt, ist umso schöner. Ihr konntet euren Tabellenplatz jetzt zumindest sichern. Waldhof Mannheim ist Meister geworden. Ist das auch ein Zeichen für wirklich verdiente Saisonleistung? Ja, also dass jetzt in der Tabelle nicht mehr viel geht, das war beiden Mannschaften, denke ich, vor dem Spiel schon klar. Deshalb ging das jetzt hier eigentlich nur um ein kleines Prestigeduell, um die 3 Punkte, aber keine Tabellenplätze mehr. Und ich denke, man hat ein Spiel gesehen mit vielen Zweikämpfen, viele Tore in der ersten Halbzeit. Ich denke, die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen und wir mit dem Sieg natürlich auch. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, dass dieses Spiel nochmal so zustande kommt. Das wäre das Saarland-Pokalfinale gegen Saarbrücken. Wäre wieder hier im eigenen Stadion. Wäre ein schönes Erlebnis, oder? Ja, also wir werden alles geben, dass wir ins Finale einziehen. Ich denke, Saarbrücken wird es genauso versuchen. Und es wäre natürlich eine Überraschung, wenn sie es nicht schaffen würden. Aber wir müssen jetzt erstmal unser Halbfinale spielen. Wenn es dann zum Finale gegen Saarbrücken kommen sollte, haben wir heute bewiesen, dass wir sie schlagen können. Und dann, ja, es wird ein neues Spiel, wieder 50-50. Und wir werden dann wieder alles geben. Sollten noch was geplant? Oh, ich weiß nicht, ob jetzt noch viel geplant ist. Wir werden jetzt erstmal in der Kabine ein bisschen den Sieg feiern. Ansonsten alles spontan. Vielen Dank. Horst, der April macht, was er will. Schnee in der Ursa Farm Arena. 7 Tore in Halbzeit 1, am Ende ein 4:3 Derby-Sieg. Was ein Nachmittag. Ja, das war schon ein Spektakel. Ich wollte das so, ja, dass wir unsere Fans, die ins Stadion kommen, einfach auch beglücken mit einem Sieg und einem Spektakel. So ist es gekommen. In der Form habe ich es nicht erwartet. Dieses Saar-Derby von der Atmosphäre, vom Spiel, hat es dir richtig Spaß gemacht? Ja, das war auch die Woche schon zu erkennen, dass wir schon fokussiert sind, also die Spieler auch schon einfach dabei sind. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Frische, die vielleicht in Freiburg gefehlt hat, jetzt wieder da ist und habe schon gehofft, dass so eine Leistung zustande kommt. 7 Tore in Halbzeit 1, sowas als Trainer schon mal erlebt? Ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Habe ich nicht im Kopf. Es ging ja hin und her in Halbzeit 1. Wunderschöne Tore teilweise rausgespielt, dann wieder der Gegentreffer. Was war da genau los in Halbzeit 1? Ja, also ich habe eine Mannschaft gesehen, die eine Menge Spielfreude hatte. Das war unsere. Und die einfach im Verteidigen gegen starke Saarbrücker dann etwas nachlässig war. Und die Fehler werden bestraft. Das habe ich vorher schon vermutet. Und es war auch heute so. Dementsprechend hat Saarbrücken dann gerade in der ersten Halbzeit aus wenig dann ihre Tore gemacht. Das war sehr ärgerlich. Aber mit dem 4:3 noch vor der Halbzeit war das ganz gut. Nochmal gedreht für uns. Unter der Woche hat Luca Dürholz verlängert, sicherlich auch ein Transfer bzw. eine Verlängerung, die dich extrem glücklich macht. Ja, wie gesagt, wir sind dabei, einen Kader zu stellen und ich freue mich, dass Luca da ist, ja. Dann viel Erfolg und nochmal Glückwunsch zum Sieg, danke. Eben konnten Sie mit der SVE das Saarderby mit 4:3 für sich entscheiden. Jetzt sind Sie hier im TV11-Nachschuss. Herzlich willkommen, Leo Krech und Isra Suero-Fernandes. Isra, erstmal noch herzlichen Glückwunsch zu deinem gestrigen Geburtstag. Du wurdest 25, heute hast du dich hier mit 2 Toren und dem Sieg belohnt. Was ein gelungener Nachmittag, oder?
Bueno, primero te decía feliz cumpleaños por tus 32 años y por qué dijo eso. Y bueno, también hiciste dos goles como para festejar tu cumpleaños y sé qué linda semana, ¿no es cierto? Muchas gracias por la felicitación. Sobre todo muy contento por la victoria de hoy. Buen trabajo de todo el equipo. Ese es el regalo que me llevo de mi cumple, los 3 puntos. La carta no, entonces, ¿no? Paga esa, ¿eh? Exacto. Ya, danke für die Wünsche, ¿ya? O das Geschenk, das ich heute nach Hause mitnehme, sind die 3 Punkte, ja. Und diese Derby-Sieg, das war sehr schön, ja. Leo, wir hatten vor dem Spiel mal geschaut, seit 12 Jahren konnte Saarbrücken nicht mehr hier in Eversberg gewinnen, das ist so geblieben. Warum ist der SVE daheim so stark gegen Saarbrücken? Ich war in den anderen Spielen nicht gewesen, aber seit ich hier bin, ja, ich glaube auch, nicht verloren. Fast immer gewonnen, einmal oder zweimal war unentschieden, aber immer gewonnen. Es gibt keine Erklärung. Wir haben heute vielleicht ein paar Fehler gemacht, aber trotzdem, von Anfang an, wir waren voll fokussiert an Sieg. Ja, normalerweise Derby gibt nur ein Ergebnis und das ist Sieg, ja. 7 Tore in Halbzeit 1, das erlebt man ja normal nicht mal in einem Spiel. Isra mit 2 Toren, erstmal hat er sowas schon mal erlebt wie in Halbzeit 1 und wie wird er heute seine Tore beschreiben? Ich glaube, ich selber überrascht, er hat 2 Tore gemacht, aber ich frage, ja. Dice que fue un partido medio raro, 4-3, primer tiempo, vos hiciste 2 goles. ¿Y cómo puedes escribir también los goles y toda esta sensación del partido de hoy, no es cierto? Bueno, pues yo pienso que fue un partido muy intenso. Está claro que ha habido muchos goles, no es muy normal la primera parte, que haya tantos goles. Pero bueno, son cosas del fútbol y importante los 3 puntos. ¿Y los goles que hiciste, cómo fueron? ¿Cómo te acuerdas? Ya, los goles muy buenos, estoy muy contento por seguir marcando goles y ayudando al equipo. Ja, das war am Anfang ein bisschen wildes Spiel, aber ja, so eine erste Halbzeit hat er noch nie erlebt. Und er hat vielleicht eine zweite Halbzeit erlebt, wenn wir haben in Stadthalle noch 9-0 gewonnen, ja. Und 8 Tore in einer Halbzeit, ja. Aber er sagte, ja, die Tore waren sehr schön und also allgemein war ein intensives Spiel, ja. Gestern der Geburtstag, heute 2 Tore. Was ist der Mannschaft jetzt schuldig? Dice que hiciste, ayer fue tu cumpleaños y hoy hiciste 2 goles. ¿Qué es lo que te debe el equipo? Nada, no me debe nada. Yo siempre intento ayudar al equipo y estoy muy contento por la victoria y por los goles. Nada, de mancha, schuldig gar nichts und er ist super glücklich von dieser Sieg und er konnte auch sehen, also uns helfen, ja. Du hast dieses verrückte Spiel in Stadtallendorf gerade angesprochen. Nächste Woche geht es wieder nach Stadtallendorf. Sicherlich auch für dich wieder ein besonderes Spiel, aber auch für Isra. Freut ihr euch auf das Spiel nächste Woche? La semana que viene, viste que yo justo hablé de Stadtallendorf. La semana que viene nosotros jugamos contra Stadtallendorf. Te pones contento de visitar a tu ex compañero, así es una sensación especial. Sí, la verdad que tengo muchas ganas de verlo porque allí me sentí muy bien con ellos y tengo ganas de verlos. Ja, es wird eine große Freude sein, dass er wieder zurück nach Stadtallendorf und auch mit vielen Freunden zu treffen. Ja, weil er hat erlebt einen schönen Moment dort. Und wie gesagt, ja, bei ihm wäre was Besonderes. Ja. Danke für das schöne Spiel heute und den Derby-Sieg. Vielen Dank. Danke.